So Leute, wir sind in Berlin-Schönefeld. Ich wollte mal gucken, wie Berlin hier so aus der Luft aussieht. Wir haben unsere 50, 60 Knoten, dann können wir auch in die Lüfte gehen. Ich fliege mit Controller, man merkt es, ne? In dem Live-Wetter. Also gibt es hier gerade blauen Himmel. Stellenweise. Wir sind heute im eiskalten Winter von 2021. 10.02. 10 vor 3 ist es. Aktuell hier in Deutschland. Unsere wunderschönen Cessna, Leute. Geschwindigkeit zulegen. Und trimmen uns die Karre etwas. Schönefeld. Cessna Golf Sierra Alpha, you are leaving my airspace. Frequency change approved. Approved. Berlin Tower, Cessna Alpha Sierra. Alpha frequency change. Bremen approach Cessna Alpha Sierra. X-ray Golf Sierra Alpha is type Cessna Skyhawk 4 miles west of Schoenfeld 2600 feet. Request clearance to transition Charlie airspace. Cessna Alpha Sierra. X-ray Golf Sierra Alpha Bremen approach. Squawk 1331. Walk 1331 Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha radar contact 4 miles northwest of Schoenfeld, 2,900 feet. Clear through the Charlie airspace. Cleared through the Charlie airspace, Cessna Golf Sierra Alpha. Cessna Golf Sierra Alpha contact Berlin approach on 121.125. 121.125 for Cessna Golf Sierra Alpha. Da haben wir ein paar Points of Interest. Natürlich auch die anderen Flughäfen. Alles Flachland hier, ne? Okay, genießt die Flug. Den Flug. Haben wir unseren Fernsehturm. Können wir tief mal kommen, ohne dass wir hier Warnungen bekommen.
wir überlassen die Kiste, die ist so schnell. So ein bisschen Gas rausnehmen. Walk 6142 Cessna Golf, Sierra Alpha. Cessna Golf, Sierra Alpha radar contact 5 miles east of table, 2400 feet. Altimeter 29.902. Copy Cessna Golf, Sierra Alpha. Tegel, ne? Die Runways. Die Runways. Wir werden jetzt nochmal eine Runde zum Fernsehturm drehen, dann werden wir nochmal eine Höhe gewinnen. Und gucken uns das Ganze nochmal etwas niedriger an. Ich werde jetzt mal ein bisschen Leistung rausnehmen. Dann kommen wir auch etwas tiefer. Cessna Golf, Sierra Alpha. Naja, wer hat das 3D-Modell gebaut? Bahnhof, ne? O2 500 Der Microsoft Flight Simulator, meine Lieben. Beeindruckend. Wir bleiben doch tiefer. Soll es eigentlich mal bei 1000 Fuß wenigstens bleiben, zur Sicherheit, ne? Könnten wir theoretisch landen, wollen wir aber jetzt nicht. Fliegen wir mal Zentrum. Wir steigen dann auf. Du darfst aber auch nicht die Landebahn verpassen, ey. Das ist ein Problem.
Hier mal wieder eine Mischung aus Map-Material und hier wieder modellierte 3D-Modelle, ne? Street View, was weiß ich, alles zusammengemixt. Wenn wir hier noch einmal gleich an Höhe gewinnen. Haben die Grafiker teilweise guten Job gemacht. So, dann gehen wir wieder Stoff. Trimmen uns ein bisschen. Wir werden nochmal in Höhe gewinnen. Geile Kiste, ne? Meistverkaufte Kleinflugzeug weltweit. Kein Wunder. Würde ich auch nehmen. Naja, da muss man. Gibt's auch, glaube ich, einen Button für hier irgendwo. Für den Kurskreisel. Irgendwo gab's einen Button. Wir haben jetzt 3000 Fuß. Jetzt gleich nochmal eindrehen. Alles nur Flachlandöde, ey. Going to 121.125 Cessna Golf Sierra Alpha. Berlin approach Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra Alpha 3,300 feet. Cessna Alpha Sierra, X-ray Golf Sierra Alpha Berlin approach, continue as planned. Altimeter 29.92.
Der eine oder andere wird jetzt sicherlich es wiedererkennen. Ich muss sagen, ich war noch nicht oft in meinem Leben in Berlin. Schon ewig her. Jo. Reizt mich eigentlich auch gar nichts. Irgendwie. Da haben wir nochmal den Runway. Nicht so einfach mit dem Controller das schön flüssig hinzubekommen. Da ist ein Joystick halt angebracht, ne? Habe ich aber gerade nicht. Ja, meine Freunde. Sind wir etwas über Berlin geflogen. Wenn wir jetzt auch nochmal einen Cut machen. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Sieht ja ganz cool aus eigentlich, ne? Im Flight Simulator, muss man ganz klar sagen. Das ist nochmal der Fernsehturm, diesmal ein bisschen höher. Suchen wir uns beim nächsten Mal nochmal eine andere Stadt raus oder irgendwelche Sehenswürdigkeiten. Ihr könnt es mir mal in die Kommentare schreiben, wer Bock hat. Sehenswürdigkeiten oder Städte, wo man unbedingt mal fliegen möchte. Kommt ja doch im Leben nicht überleben, ne?